Wir wechseln zum nächsten Thema. Jana Kudurus wird einen Vortrag halten zum Thema Diätmythen, Dr. Google und Supplemente, alles Fake oder ist da doch was dran? Diana Studerus ist in einer eigenen Ernährungsberatung in Basel tätig und schon seit vielen Jahren hält sie hier regelmäßig Vorträge beim SMCCV. Herzlichen Dank, Diana, für deinen Vortrag. Danke vielmals. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich muss da noch ganz kurz meine Präsentation freischalten und dieses, muss da ganz schnell ein bisschen tricksen und so, jetzt geht's besser. So, jetzt. Ich denke, Sie sollten meine Folien jetzt sehen. Sehr gut. Genau. Ich freue mich sehr über mein Thema. Es ist ehrlich gesagt mein Lieblingsthema bei CED, diese ganzen Dinge, die die Patienten manchmal ordnerweise mit zu mir in die Sprechstunde bringen, die sie im Internet gefunden haben oder irgendwie selbst recherchiert. Ich muss schon fast sagen, es ist mein Hobby, mich damit zu befassen. Und ich möchte Ihnen heute auch einfach eine ganz kurze Übersicht geben, was wird im Moment diskutiert. Vieles hat Muriel vorhin auch schon so ein bisschen angeschnitten, wo ich jetzt vielleicht noch mal vertiefter auch darauf eingehen würde. Und ich habe zu Beginn einfach mal das gemacht, was vielleicht viele von Ihnen auch tun. Ich habe mal gegoogelt und geguckt, was finde ich überhaupt, wenn ich einfach nach Diät, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa suche. Und ich finde das jedes Jahr wieder beeindruckend. Die Anzahl Ergebnisse, die wächst und wächst und wächst. Das jetzt sind so gut 160.000. Ich habe die natürlich nicht alle angeschaut, aber so die ersten 20 Seiten gucke ich mir immer an. Und im Gegenzug dazu habe ich mal quasi gegoogelt für Fachpersonen in der wissenschaftlichen Datenbank, die nennt sich PubMed. Habe ich ähnliche Suchbegriffe eingegeben, Diet and Therapy and IBD. Und ich finde da bescheidene 780 Resultate. Also da fehlen doch etwa drei Nullen, was ich persönlich schade finde, aber ich gebe mein Bestes, dass sich das ändert, bis ich pensioniert werde. Ja, und das ist genau dieser Gap, oder, der vorhin Muriel schon angesprochen hat, dieses, wir haben einfach keine guten Studien. Und die, die wir haben, die sind eben wirklich nicht so wirklich aussagekräftig. Und ich möchte aber trotzdem heute vor allem das bringen, wo ich sagen würde, da ist ein bisschen Fleisch am Knochen, das ist wissenschaftlich so, dass es qualitativ gut ist und dass wir sicher so erste Schlüsse auch draus ziehen können. Und die 780 habe ich mir tatsächlich fast alle angeschaut. Und zurück zu Google, wenn man da mal so ein bisschen guckt, was findet man so einfach an Statements, an Quotes? Dann finde ich einfach immer wieder die Aussage, die Ernährung hat keinen Einfluss auf die CED. Und da habe ich mal geschaut in der wissenschaftlichen Datenbank, da finde ich keine Quelle dazu. Also ich habe mir alle Studien angeschaut seit 1980 und nirgends stand da irgendwie, dass die Ernährung keinen Einfluss hat. Die erste Studie, die gemacht wurde, die kam in den späten 80er Jahren bei Morbus Crohn-Patienten und da hat man eine künstliche Ernährung über eine Ernährungssonde dem Patienten verabreicht und siehe da, die hatten eine deutliche Verbesserung ihrer Entzündung. Also woher dieser ominöse Satz kommt, das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Was ich dann auch immer wieder gelesen habe, die Ernährung kann eine wichtige Rolle spielen. Das war so Ende oder kurz zur Jahrtausendwende. Da gibt es eine sehr schöne Studie, die das aufgreift. Und mittlerweile, 2021, sind wir da, dass man sagen kann, definierte Diäten sind teilweise effektiv in der Behandlung und vergleichbar mit medikamentösen Therapien. Das finde ich ziemlich cool. Und das ist gute wissenschaftliche Literatur, die das so festhält. Und ich möchte damit einfach so ein bisschen sensibilisieren, dass wir es auch mit einem zeitlichen Horizont in der Forschung zu tun haben. Und das, was vielleicht 1980 der Wissensstand war, ist einfach nicht mehr 2020 oder 2021. Und ich möchte Ihnen heute so ein bisschen die neuesten Erkenntnisse auch mitbringen. Wenn meine Patienten kommen mit ihren Ordnern und tausend Dingen, die sie schon ausprobiert haben, die Sie schon gelesen haben, dann schreibe ich mir das immer so ein bisschen auf und ich kann Ihnen sagen, im Moment sind so die Trends ganz klar auch vegane Ernährung oder plant-based Diets, die eben die Erkrankung therapieren sollen, also nicht nur verbessern, sondern wirklich therapieren. Das ist so seit ein, zwei Jahren, finde ich, vermehrt der Fall im Vergleich zu vorher.
Was ich auch immer wieder zu sehen kriege, sind solche Lebensmittellisten, wo drauf steht, man darf keinen Kaffee, man darf keinen Zucker, man darf keine Fertigprodukte essen. Finde ich auch immer wieder spannend, was ich da sehe. Und dann die ganzen Buchregale aus den Buchhandlungen, von sehr guten Ratgebern bis hin zu eher fragwürdigen Sachen. Also Möhrensuppe ist dann doch nicht ganz Cortison, auch wenn man fest daran glaubt. Und natürlich auch das, was wir vorhin schon so gehört haben, was ist mit Chili und Kurkuma und Ingwer und alles, was sonst noch so gesund und antientzündlich wäre, bis hin zu eben ganzen Diät-Theorien wie Anthony Williams und andere, die da herangezogen werden. Ja, und wenn man sich so die Frage stellt, welche Diäten gibt es dann, dann unterscheide ich immer so ganz klar wie zwei Gruppen. Internet, Erfahrungswerte, Dinge, die Menschen schon mal getan haben und vielleicht geholfen haben, das will ich gar nicht bestreiten, also all das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, das hilft teilweise wirklich gut und wir versuchen gerade in der Wissenschaft auch zu verstehen, weshalb das hilft. Und eben auf der anderen Seite haben wir Wissenschaft, wo wir wirklich Studien mit Betroffenen, CED-Patientinnen und Patienten machen und ich glaube, das ist so ein bisschen der Spannungsbogen, worin wir uns im Moment auch bewegen. Und ich will gar nicht sagen, eben, dass das eine oder das andere besser ist. Ich finde es sogar sehr schön, wenn sich das ein bisschen befruchten würde. Also wenn wir aus der Wissenschaft auch ein bisschen genauer hingucken würden, was machen denn eigentlich die Betroffenen und was sagen die denn, was ihnen geholfen hat und wir nicht nur so in unserem stillen Kämmerchen irgendwelche Diäten designen, die völlig realitätsfremd dann auch sind. Bei jeder Diät ist eigentlich immer die Grundidee, irgendwas wegzulassen und oder auch was Bestimmtes zu essen, um die Entzündung zu vermeiden oder sie schneller abklingen zu lassen. Also eine solche Diät, die so ein Ziel hat, kann man eigentlich auch immer als eine sogenannte Ernährungstherapie oder eine ernährungstherapeutische Intervention, wenn man so will, bezeichnen. Also wir versuchen mit der Ernährung die Krankheit zu steuern. Da bewegen wir uns nicht mehr in der Prävention. Stefan Wawik hat vorher diese Ernährungspyramide gezeigt. Das ist Ernährungsprävention. Und wir versuchen aber mit eben spezifischen Diäten Therapie zu machen. Das heißt, dass wir auch diese Grundsätze der Prävention teilweise verletzen. Oder eben wie Muriel vorhin gesagt hat, im Schub ist es absolut gerechtfertigt, auch mal die Ballaststoffe, die Nahrungsfasern wegzulassen, um Symptome zu vermeiden. Und das unterscheidet sich eben da in der Therapie von der Prävention. Stefan hat vorhin auch schon gesagt, so 50% aller Betroffenen glauben, dass irgendwie die Ernährung einen Einfluss hat. Ich habe da auch noch mal ein bisschen neuere Daten zu angeschaut und fand das eine sehr, sehr schöne Studie, dass eigentlich 89% glauben, dass Ernährung irgendwie wichtig ist. Und das würde ich auch teilen. Ich glaube auch, dass Ernährung total wichtig ist. Und ein Großteil der Menschen lässt irgendwas weg, um einen Schub zu vermeiden. Das finde ich auch spannend. Und im Gegensatz dazu verfügen aber nur ganz wenige über wirklich korrekte Informationen, also über Dinge, die wirklich auch solide sind, was sie denn mit der Ernährung tun könnten. Und das empfinde ich immer so als meine kleine heimliche Mission, da ein bisschen mitzuarbeiten, dass sie an die richtigen und guten Infos kommen. Denn wenn sie was tun, finde ich schön, wenn sie was tun können, das wirklich auch hilfreich ist. Wir haben in der Schweiz, vielleicht haben einige von Ihnen auch an dieser Befragung mitgemacht, vor 2 Jahren eine Befragung gemacht zu Ihrem Diätverhalten, dazu, welche Supplemente Sie nehmen. Und das sind jetzt die Resultate von Ihnen, also von den Mitgliedern von CCS Schweiz, welche Diät Sie durchführen oder schon durchgeführt haben. Und ich fand das sehr spannend, dass ein Großteil, der eine oder die eine Diät gemacht hat, irgendwas Selbstgebasteltes hat. Also eine Self-Conceived Diet, das ist etwas, wo man sich selbst überlegt hat, was mache ich, vielleicht eben Internetquellen herangezogen hat oder sich von irgendwem hat beraten lassen. Und nachher kommen dann eigentlich auch schon Dinge, die so in der Wissenschaft etabliert sind, wie eben die Low FODMAP Diet, haben wir vorhin schon was dazu gehört, oder auch glutenfreie Ernährung, die mediterrane Ernährung, Low Carb, also Kohlenhydrate wegzulassen, bis ganz ohne Kohlenhydrate, die ketogene Diät, also da sieht man so ein relativ großes Spektrum und ich fand das sehr, sehr interessant, was da konkret ausprobiert wurde. Das deckt sich auch sehr mit dem, was ich so bei meinen Patienten erlebe, nämlich dass wirklich die meisten Menschen irgendwie was Selbstgebasteltes durchführen, was nicht schlecht sein muss. Wenn man dann aber nochmal guckt, was wurde denn überhaupt erforscht, dann ging die Forschung so zu
zu Exklusionsdiäten, so nennt man das auch, oder eben spezifischen Ernährungstherapien bei Morbus Colitis ulcerosa, ging schon 1920 los. Das war diese ominöse Specific Carbohydrate Diet, die SCD, so kürzen wir sie gerne ab. Deren Erfinder ist Sidney Haas, und der hat das eingesetzt, eigentlich um Kinder mit einer Zöliakie zu behandeln, die auf die glutenfreie Ernährung nicht ansprachen. Und in den 50er Jahren wurde dann diese Diät wieder entdeckt oder weiterentwickelt von Elaine Gottschall. Sie ist die Mutter von einer Tochter mit Colitis ulcerosa, und sie konnte durch diese Ernährungsform die Colitis sehr gut kontrollieren, hat dann angefangen, das zu publizieren, hat danach studiert, Biologie studiert und hat das dann auch wissenschaftlich erforscht. Also da haben wir schon ganz lange eigentlich immer wieder Studienergebnisse, aber vor allem auch sehr viele Erfahrungsberichte von Menschen, die das tun. Diese ganze anti-entzündliche Bewegung, die kam dann so 1995 auf. Da war Barry Sears der Urvater. Zu vegetarisch und mediterran habe ich keine klaren Angaben gefunden, jetzt in Bezug auf Crohn und Colitis. Dasselbe auch für glutenfreie Ernährung. Das war dann irgendwann einfach ein Thema. Woher es kam, wissen wir nicht. Und dann, so ab 2014, kam so, ich würde jetzt mal sagen, die ersten modernen Diäten. Also Diäten, die wirklich von Menschen designt wurden, die sich angeschaut haben, okay, welche Faktoren machen dann eher einen Schub oder welche Dinge helfen eher, die Remission gut zu erhalten. Und da war die erste, die IBD-8. Später kam dann, ein bisschen später, die Low FODMAP Diet, die eigentlich nicht für IBD designt wurde. Das ist eine Diät für Menschen mit Reizdarmsyndrom. Da wurde die entwickelt und auch getestet und jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr bei Crohn und Colitis eingesetzt. Da sage ich nachher gerade noch was dazu. Und die beiden neueren sind die CD Treat und die Crohn's Disease Exclusion Diet. Das ist eine Diät, die sogar nur für Crohn-Patienten gilt, die etwa so 2019, 2020 kamen. Und für die meisten von den Diäten, die Sie hier sehen, haben wir wirklich auch in der wissenschaftlichen Literatur eine Einschätzung, wie gut oder wie sinnvoll ist das Ganze. Und weil wir jetzt meine Vorrednerin und auch Stefan Wawrika und ich schon tausendmal gefühlt FODMAP gesagt haben, möchte ich Ihnen einfach kurz zeigen, was das heißt. FODMAP ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Inhaltsstoffen wie Laktose, Fructose, die kennen Sie vielleicht schon mal gehört, aber auch Polyole, das sind Zuckeralkohole wie Sorbit oder Xylit, die haben wir häufig da in diesen Zahnschummeln, Kaugummis drin, und Oligosacchariden, die finden Sie in Knoblauch, in Zwiebel, in Kohl, in Hülsenfrüchten, aber eben auch in Weizen. Und man könnte das jetzt ganz einfach sagen, das sind einfach Dinge, die Blähungen machen. Das sind Substanzen, die man nicht so gut aufnehmen kann. Und wenn man sie nicht aufnehmen kann und sie in den Dickdarm kommen und die Darmbakterien sie dann abbauen zu Gasen und die Bakterien gewinnen ein bisschen Energie draus, dann spüren sie das eben als Blähungen. Die können aber auch Durchfall machen. Das sind so die klassischen Intoleranzen, die man da jetzt in eine Gruppe gepackt hat. Und weil man die zusammenpackt und quasi als Gruppe weglässt, ist diese Diät total effizient und auch total effektiv, wenn jetzt eben jemand einfach dauernd irgendwelche Symptome hat, ohne aber einen Schub zu haben. Also das ist etwas, was ich auch mit einem sehr, sehr guten Erfolg jetzt bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Betroffenen einsetze. Klammerbemerkung zu, auch für FODMAP müssten wir noch einen eigenen Vortrag machen, aber ich wollte Ihnen einfach mal kurz zeigen, was sich hinter diesen 6 ominösen Buchstaben verbirgt. Muriel hat vorhin auch schon gesagt, eben die Forschung steckt noch so in den Kinderschuhen, und ich habe Ihnen hier mal einfach einen Zeitstrahl mitgebracht zu eben den Diäten, die ich vorhin erwähnt habe, also wie SCD, glutenfrei und so weiter. Und habe auf der Timeline einfach mal die Zeitpunkte abgebildet, wann die Studien denn gemacht wurden, die guten Studien. Und Sie sehen, so seit 2010 passiert was. Und das finde ich richtig, richtig cool. Und ich glaube, es wird viel, viel größer werden in den nächsten Jahren. Also ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, dass wir da erst am Anfang sind der Forschung und dass wir bis in 10 Jahren wirklich ein bisschen solidere Antworten geben können. Was können Sie mit der Ernährung tun? Und ich hoffe da auch sehr, selbst einen Beitrag dann leisten zu können. Also wir dürfen guter Hoffnung sein. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein bisschen erzählen, was denn jetzt wirklich was bringt und was wirklich nicht. Um die Frage zu beantworten, müssen wir verstehen, wie eine Diät eigentlich wirkt. Und
Vereinfacht gesagt kann man sagen, sie setzt so an drei Ebenen an. Zum einen an der Zusammensetzung der Darmflora, also an dieser am Mikrobiom, wenn man so will, an der Darmbarriere und an der Immunreaktion, die im Darm passiert. Und weil das ein bisschen abstrakt ist, habe ich mal ein Bild gemalt und ich kann definitiv besser Ernährungsberatung als zeichnen, aber ich hoffe, es verdeutlicht Ihnen so ein bisschen, was da los ist. Wir haben da oben diese bunten Punkte, dieses Konfetti oder in Basel würde man sagen Räppli, die stehen so sinnbildlich für unser Mikrobiom. Das ist irgendwie bunt, das ist irgendwie divers und das schwirrt da irgendwie so rum. Dann kommt eine Schleimschicht, da hat Stefan vorhin drüber gesprochen, also gesagt hat, wir essen alle immer ein bisschen Spülmittel. Das hat eben leider die Eigenschaft, wie auch andere Nahrungsmittelinhaltsstoffe, diese Schleimschicht zu zerstören. Und dann erst kommen eigentlich die Dünndarmzellen oder die Dickdarmzellen, die sind sich sehr ähnlich, nicht ganz gleich. Und dahinter sehen Sie eigentlich so einen Zwischenzellraum und da schwirrt unser Immunsystem herum und guckt immer mal wieder zwischen den Zellen durch und schaut, hey, was ist denn da los beim Schleim, bei den Bakterien, ist alles gut, müssen wir was tun oder nicht. Und das wäre das Bild bei einer CED. Sie sehen, irgendwie ist da weniger los bei den Bakterien. Das ist weniger bunt. Das sind vielleicht auch nicht gleich viele oder viel mehr. Es gibt so beide Bilder. Die Schleimschicht ist nicht mehr ganz so dick, die ist nicht mehr ganz so schön, die schützt vielleicht auch nicht mehr so gut. Die Zellen haben eine größere Lücke. Und das sind auch plötzlich Bakterien da hinten, die da nicht hingehören. Und es hat viel mehr Immunsystem, die da auch was tun und die eben zu einer Entzündung führen. Und dass dieses Bild entsteht, ist wirklich ein Zusammenwirken von ganz vielen verschiedenen Komponenten, auch eben von der Genetik, von Umweltfaktoren. Und mit der Ernährungstherapie versuchen wir jetzt eigentlich an diesen vier Punkten anzusetzen und zu sagen, okay, wir müssen irgendwie das Mikrobiom wieder aufbauen, wieder stärken. Wir müssen gucken, dass das wieder ein bisschen bunter wird. Das wär sehr schön. Es ist schön, wenn es im Darm bunt ist. Ich weiß nicht, ob das so ist, Stefan, aber ich fände das wichtig. Wir müssen irgendwie auch schauen, dass die Zellen des Immunsystems ein bisschen gebremst werden, dass die nicht so heftig eine Entzündung machen, nicht so heftig reagieren. Wir müssen sicher auch die Schleimschicht stärken und am Ende können sich dann vielleicht diese Dünndarmzellen auch wieder erholen, die Entzündung geht zurück und der Darm kommt vielleicht wieder, das wäre natürlich total gut, so in den Ursprungszustand. Und eine gute Diät für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa setzt eigentlich an mindestens drei oder eben an all diesen vier Punkten an. Also vereinfacht gesagt ist es so, wenn immer man etwas weglässt, diese ganzen Diäten, die sagen, essen Sie kein Getreide, essen Sie keine Milch, essen Sie keinen Zucker oder leben Sie vegan, da lassen Sie auch ganz viele Dinge weg. Das sorgt immer mal dafür, dass weniger Antigene in der Nahrung drin sind, also dass Ihr Immunsystem mit weniger Fremdem in Kontakt kommt. Essen ist ja primär was Fremdes, was wir eigentlich im Darm zerstören müssen, in den Darm aufnehmen müssen, dann wieder neu zusammenbauen müssen und so wird es zu unserem eigenen, so wird es Teil von uns. Und da kann eben auch eine Immunreaktion mal ein bisschen zu stark sein, wenn der Körper sagt, das ist viel zu viel Fremdes hier. Und wenn wir das Spektrum einfach mal kleiner machen, haben wir weniger von diesen Antigenen. Das könnte spannend sein. Wenn man Dinge weglässt, wie eben Zusatzstoffe, Emulgatoren, aber auch Gluten oder anderes, da wird diskutiert, dass das einen positiven Einfluss haben könnte auf die Dicke dieser Schleimschicht, also dass der Darmschleim eigentlich eher erhalten bleibt. Und diese beiden Prinzipien haben so diese klassischen Exklusionsdiäten, wie eben eine künstliche Ernährung, also eine Ernährung über die Sonde oder mit Trinknahrung und man isst sonst nichts anderes oder auch die SCD, die berücksichtigen das so ein bisschen. Das sind so die Grundpfeiler, worauf sie bauen. Und auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, okay, man isst dafür bestimmte Lebensmittel, um eben das Mikrobiom zu unterstützen. Oder wir versuchen auch mit genügend Energie, mit genügend Eiweiß, Protein, ist das Fremdwort, und auch Mikronährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, zu gucken, dass der Ernährungszustand gut ist. Auch das, da wird Anina nachher noch was erzählen, hat einen Effekt auf die Entzündung. Und das sind dann so ein bisschen die moderneren Diäten, die nehmen das Weglassen und das gezielte Essen zusammen und sagen, wir versuchen so auf allen Seiten anzusetzen. Da wäre eben die IBDA, die CDED ein gutes Beispiel dafür. Ich werde dann immer wieder gefragt, ja, kann das auch Risiken und Nebenwirkungen haben? Natürlich, wie alles, was man tut. Also ich finde, eine wichtige Nebenwirkung ist, man kann einfach mal weniger essen. Also man muss sich irgendwo einschränken, Lebensmittelgruppen fallen weg. Und deswegen empfehle ich wirklich auch immer,
wenn ihr sowas machen oder wenn Sie sowas machen möchten, holen Sie sich Hilfe, besprechen Sie das mit jemandem und tauschen Sie sich aus, der sich wirklich damit auskennt und der das nicht zum ersten Mal mit Ihnen macht. Eben weil auch ein Risiko für Nährstoffmangel besteht und da haben wir halt wirklich ein bisschen die Schwierigkeit, dass eine Mangelernährung Einfluss nimmt auf das Immunsystem, auf die Fatigue, also auf diese ganz heftige Müdigkeit und eben auch auf die Stimmung. Und das finde ich wichtig, dass wenn Sie sowas tun, dass Sie einfach gut begleitet sind und somit auch ein bisschen sicher sind in dem, was Sie tun. Die psychosozialen Folgen, wie wirkt sich das auf Ihr Sozialleben aus, auf Essen mit Freunden und so weiter, das sind Dinge, die ich sehr wichtig finde, die ich mit meinen Patienten auch immer bespreche. Und natürlich auch die Frage nach der Lebensqualität. Also wenn eine Ernährungsform zwar Ihren Crohn oder Ihre Colitis total gut hilft einzustellen, aber es Ihnen einfach beschissen geht auf Deutsch, dann bringt es nichts. Also das müssen wir auch ein bisschen abwägen. Ist es das wirklich wert oder leiden Sie zu sehr unter dieser Einschränkung, dass Sie es machen möchten? Und wenn ich sage mit guter Begleitung, dann meine ich wirklich jemanden, der sich auskennt. Also fragen Sie diese Person, haben Sie das schon mal gemacht? Haben Sie Erfahrungswerte? Definieren Sie einen Zeitraum, da würde ich Ihnen empfehlen, mindestens 6 Wochen, aber maximal 12 Wochen. Alles, was nach 12 Wochen nicht hilft, das ist jetzt mein Erfahrungswert, wird auch in der 13. Woche nicht helfen, also dann dürfen Sie das auch einfach beenden. Und besprechen Sie das Monitoring, also schauen Sie an, woran messen wir denn, ob diese Diät hilft. Da kann man das CRP nehmen, Entzündungswert im Blut, man kann Scalprotektin nehmen, man kann so Ihre Leitsymptome, Ihre wichtigsten Beschwerden nehmen, die Fatigue, die Lebensqualität, nehme ich einfach auch gerne noch mit dazu. Und dann machen wir, starten und evaluieren wieder. Und Stefan hat vorhin schon gesagt, es gibt nicht die Diät und das ist so, es gibt sie nicht, das wäre schön, wenn es sie gäbe und ich wäre wahrscheinlich arbeitslos, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir haben im Moment echt gute Studien, so 60 brauchbare und 30 davon sind wirklich gut. Also wir haben so ein Patientenkollektiv von 5000 betroffenen Personen, die wir gerade erforschen und da kann man doch schon irgendwie was mal sagen und was wir sicher sehen, ist, wenn es darum geht, wirklich eine Therapie zu machen, also nicht Prävention, nicht einfach gesund sein, sondern Therapie von CED, ist die Kombination von weglassen und hinzufügen ganz, ganz wesentlich, das, was ich vorhin gesagt habe. Und was wir auch sehen, was häufig hilft, ist eine teilenterale Ernährung, das heißt ein Teil der Ernährung über Trinknahrung oder über eine Ernährungssonde zu machen, um zu gucken, dass man genug Energie, Protein und Mikronährstoffe hat. Und was wir auch wissen, was wahrscheinlich sinnvoll ist, ist Obst, Gemüse zu essen, resistente Stärke. Das ist eine spezielle Form von Ballaststoffen, die wahrscheinlich eher positiv oder sehr positiv sich auswirkt auf das Mikrobiom. Auch Hafer, Olivenöl, Eier, Pulle oder Geflügel scheint in diesen Studien, die ich jetzt hier meine, eher positiv zu sein. Wohingegen Zusatzstoffe, vor allem die Emulgatoren, die Verdickungsmittel oder auch Gluten, eher einen negativen Einfluss haben könnten. Beim Gluten ist es wahrscheinlich beim Morbus Crohn ein bisschen stärker als bei der Colitis. Und wo wir noch nicht sagen können, ist, was ist mit anderem Fleisch, was ist mit Fisch und Milchprodukten, Zucker. Da müssen wir einfach noch ein bisschen weiter forschen. Aber Sie sehen schon so, im Trend würde ich sagen, das ist einfach eine Ernährung, die reich ist an irgendwas Pflanzlichem, die wenig verarbeitet ist, die aber auch eben Ei oder Pulle enthalten darf. Also es geht nicht darum, irgendwie strikt vegan oder nur noch Rohkost zu essen, sondern das darf lebendig sein. Wie man das umsetzt, schauen wir dann in der Ernährungstherapie an. Und zuletzt, was ist mit Supplementen? Auch da wieder Daten von Ihnen aus der Schweiz. Viele Crohn-Colitis-Betroffene nehmen regelmäßig Supplemente und Vitamin D an vorderster Front, gefolgt von Kurkuma. Das ist scheinbar doch beides eher sinnvoll, was sie da tun. Und auch die anderen Dinge, die da aufgelistet sind, haben mich jetzt nicht so vom Stuhl gekippt, wie ich dachte. Ich dachte, da kommt viel mehr, vielleicht auch so ein bisschen nicht so Sinnvolles. Aber sie machen da einen guten Job, wo auch immer sie ihre Quellen beziehen. Also definitiv Dinge, die man auch empfehlen kann. Und ich habe das auch nochmal verglichen, wie sieht die aktuelle Datenlage aus. Und man kann wirklich sagen, auch Probiotika bei Colitis ulcerosa, Schub und Remission könnte hilfreich sein. Auch da machen wir einen extra Vortrag zu. Wo man eigentlich die besten Effekte sieht, sind die Präbiotika. Präbiotika sind alle Ballaststoffe. Also das scheint wirklich was zu bringen. Das können eben auch die Flohsamen sein. Das scheint einen positiven Effekt auf die Darmflora zu haben. Bei Omega-3 müssen wir noch ein bisschen forschen.
Vitamin D scheint auch erwiesen zu sein und eben auch das Kurkuma ist vielversprechend. Also ich würde sagen, weniger ist mehr bei dem Thema. Aber auch da, wenn Sie Fragen haben zu Supplementen, suchen Sie sich eine Fachperson, die sich damit auskennt und die Ihnen Ihre Fragen beantwortet. Meistens braucht es nicht 64 verschiedene Produkte. Das ist so die höchste Anzahl Supplemente, die ich je bei einem CED-Patienten gesehen habe. Ich würde sagen, mit einer Handvoll Sachen fahren Sie gut und auch günstig, weil es ja doch manchmal auch eine Kostenfrage ist. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch ein bisschen Hoffnung mitgeben. Ich finde, man kann mit einer CED nie zu wenig Hoffnung haben. Es sind zwei Zitate von einem, ich würde sagen, der führenden Köpfe, was Ernährungsforschung angeht, im Bereich Crohn-Colitis von Ari Levine. Und er geht davon aus, dass wir in Zukunft vielleicht besser charakterisieren können, welcher Patient eher eine Immunsuppression braucht, welcher Antibiotika und welche Patientin, welcher Patient vielleicht eine Diät brauchen könnte. Und das finde ich total gut, wenn man da ein bisschen maßgeschneiderter überlegen kann, wer soll zu mir oder zu uns in die Ernährungsberatung und wer vielleicht lieber zu Stefan für eine Immunsuppression. Und der letzte Satz eben finde ich auch wirklich schön, Ernährungstherapie ist möglicherweise wirksamer. Und wir müssen an der Quelle der Entzündung arbeiten. Und ich glaube, mit Ernährung sind wir da ganz, ganz nah dran. So, jetzt habe ich genug geredet und massiv überzogen. Ich gebe weiter an die Anina und freue mich dann nachher auf Ihre Fragen. Danke vielmals schon fürs Zuhören.